Okay, ein Feind, der Wetter kontrollieren kann. Und dieser Baum hier sieht wirklich heftig aus. Oh, Pilze. Gut, ich denke mal, wir gehen in das Haus hier oben. Klink. Noch mehr Leute, denen man in die Seelen gucken kann. Und das im ersten Dorf. Loks, der Thronräuber, okay. Du siehst einen einzelnen Mann, der auf einem Feld steht. Er sieht sich um, begutachtet die Feldfrüchte. Hier und da beugt er sich nach vorne, um ein Blatt aus der Nähe zu betrachten. Er weiß, was er tut, und er ist vollkommen auf seine Arbeit konzentriert. Dieser Mann nähert sich ihm von hinten. Er bewegt sich langsam, tut aber sonst nichts, um sich zu verbergen. In seiner Hand hält er ein großes Schwert. Im Gebaren des Manns kann man keine Arglist oder Feindschaft ausmachen. Vielmehr scheint er zufrieden zu sein. Der erste Mann hört ihn kommen und steht auf, wobei er sich von der Pflanze abwendet, die er untersuchte. Er beginnt zu lächeln und breitet seine Arme aus, um den herannahenden Mann willkommen zu heißen. Als ihm der zweite Mann das Schwert so durch den Magen rammt, dass es im Rücken herauskommt, gefriert sein Grinsen zu einer Grimasse. Als seine Arme langsam zur Seite fallen, beginnt das Blut vom Schwert auf die Pflanzen unter den beiden Männern zu tropfen. Als der erste Mann auf die Knie sinkt und der zweite das Schwert herauszieht, rollt seinem immer noch lächelnden Gesicht eine Träne langsam die Wange hinunter. Okay, das wird langsam immer creepiger, was man hier so sieht in der Vergangenheit der Leute. Und ja, ich habe so das Gefühl, diese Seelenessenzen, die wir sehen können, auch wenn das ja bis jetzt noch nicht viel Sinn macht, was wir hier sehen, beschreiben die Vergangenheit der Leute, die wir hier sehen. Du siehst eine kleine Gruppe von Leuten, die sich um die Ruinen eines Hauses versammelt hat. Die Zerstörungen erstrecken sich von dem einzelnen Haus auf das gesamte Dorf. Nicht ein einziges Gebäude steht noch. Und überall liegt Schutt herum. Einer der Männer beugt sich über etwas in den Trümmern. Es ist dieser Mann, aber jünger, eigentlich kaum älter als ein Knabe. Der Mann schüttelt den Knaben an der Schulter. Der Knabe macht kein Geräusch und reagiert gar nicht auf die Störung des Mannes. Der Mann schaut zu den anderen Mitgliedern der Gruppe hinüber, zuckt mit den Achseln und will wieder zu seinen Freunden herübergehen. Plötzlich setzt sich der Junge mit weit aufgerissenen Augen auf. Er krabbelt vorwärts von der Gruppe weg und sieht sich erschrocken um. Als die Gruppe gemeinsam auf ihn zugeht, stößt er einen Schrei aus und versucht, sich noch weiter zu entfernen. Eine Frau in der Gruppe breitet ihre Arme aus und hält den Rest auf. Sie dreht sich vorwurfsvoll zu ihnen um und bedeutet ihnen, nicht weiterzugehen. Dann schaut sie wieder den Knaben auf dem Boden an und versucht, sich durch die Überreste einer Mauer zu drücken. Der versucht, sich durch die Überreste einer Mauer zu drücken. Ihm scheint nicht einmal bewusst zu sein, dass er stehen geblieben ist. Die Frau geht mit angestrengten Händen langsam auf den Graben zu und spricht mit leiser, beruhigender Stimme. Anfangs hört sie der Knabe gar nicht, er schließt nur die Augen und drückt sich gegen die Mauer, als ob er Schläge erwarten würde. Schließlich aber durchdringen die Worte der Frau seine Angst und er öffnet sie. Er öffnet seine tränenerfüllten Augen und starrt sie an. Sie streckt ihm eine Hand entgegen, er scheint von dem Angebot verblüfft zu sein und blickt ihre Hand an. Dann streckt er zögerlich die Seite aus. Sie nimmt seine Hand in ihre und beugt sich nach unten, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Okay. Also, wir wollen mal in das Haus reingehen. Weil die Schwester von unserer ehemaligen Kameradin hier noch irgendwo sein soll. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wie hieß sie nochmal? Dum dum dum. Kalisha, genau. Du hast eine Katze. Hallo. Eine Dürrwallfrau steht vor ihrem Herd und so leise eine Melodie vor sich hin. Oder vielleicht auch ihrem ungeborenen Kind, denn sie ist ganz eindeutig schwanger, als du eintrittst, dreht sie dir den Kopf leicht zu. Hail and well met.
Naja, jetzt sehe ich bekanntlich zu denken, dass, als sie die VCD umdreht und dies sieht, klingt sie überrascht. Oh, Entschuldigung, aber ich habe jemand anderen erwartet. Erwartet. Sie lächelt vorsichtig. Kann ich dir helfen? Wen erwartest du? Meine Schwester Kalisha. Also sind wir hier richtig. Ist mit einer der Karawanen unterwegs. Vor ihrer Ankunft schickte sie mir einen Brief. Sie sagte, sie würde ihre Reise als Wächterin für den Karawanenmeister finanzieren. Kalisha war schon immer ziemlich zäh. Sie hält inne. Du hast sie nicht zufällig unterwegs getroffen? Oder vielleicht die Karawane? Sie gehört Meister Odema. Die Karawane wurde angegriffen. Uns gelang die Flucht, Kalisha aber geriet in einen Biawak. Afra legt sich mit erschrockenen, aufgerissenen Augen eine Hand vor den Mund. Einige Augenblicke lang bringt sie nichts mehr zustande als ein ersticktes, wortloses Luftschnappen, während Tränen in ihren Augen schimmern. Ja, sie ist jetzt geschockt, aber sie hat es verdient, es zu erfahren. Ich wusste es. Ich hatte ihr gesagt, dass es gefährlich sei, diesen Weg einzuschlagen. Kalisha war sich immer so sicher, dass sie es mit jeder Gefahr aufnehmen könnte. Afra schläft. Oh, meine arme Schwester, es tut mir leid. Fremde, aber ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr lebt. Wenn ich sie nur nicht hierher gerufen hätte, wenn ich ihr nicht geschrieben hätte, dann wäre sie vielleicht irgendwo noch am Leben. Afras Gesicht fällt förmlich zusammen und eine einsame Träne rinnt ihre Wange hinunter. Hör doch mit deinem Geschnief auf. Wie willst du denn ein Kind großziehen, wenn du schwach bist? Würde zu Hage passen. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Nee. Um das zu vergelten, dass Kalisha uns geholfen hat, versuchen wir, ihrer Schwester zu helfen. Kalisha erwähnte, dass du vielleicht Hilfe benötigen würdest. Vielleicht kann ich dir etwas unter die Arme greifen. Afra schaut überrascht zu dir auf, bevor sie sich die Nase mit einem Ärmel betupft. Das ist ein nettes Angebot, aber ich weiß nicht, ob ich dir das aufbürden könnte. Es ist ein geringer Gefallen. Afra wischt sich die Tränen in die Augen. Ich mache mir Sorgen um das Baby wegen des Vernichtnisses. Ich erzähle Kalisha so viel ich konnte, aber ich weiß nur, dass in Goltal schon seit langer Zeit nur seelenlose Kinder geboren wurden. Lea. Es ist so vielen Müttern widerfahren und Fürst Redrick, der das ein Zeichen der Ungunst der Götter nennt, hat sie alle ins Ziel geschickt. Sie zieht die Nase hoch. Da mein Hesshort nun fort ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Verliere ich auch mein Heim. Ich hoffe, Kalisha könnte mir helfen. Die Leute sagen, Rangar, die alte Hebamme, würde einen Weg kennen, um Hohlgeburten zu vermeiden. Vor 2 Jahreszeiten aber ist sie den Süden nach Anslocks Kompass gezogen. Die Reise dorthin ist für mich zu weit. In meinem jetzigen Zustand kann ich sie nicht auf mich nehmen. Aber da Kalisha jetzt nicht mehr unter uns ist, habe ich niemanden mehr. Weitere Tränen laufen ihr Gesicht herunter. Bitte könntest du mir helfen? Mit Betätigkeit habe ich nicht am Hut, kümmere dich selbst darum. Sollte ich jemals in die Richtung ziehen, werde ich darüber nachdenken. Das ist einmal ein weiter Weg. Was ist für mich drin? Nee, wir werden sie einfach finden. Hagrim ist in dem Fall ein ehrlicher Mensch. Deswegen, also, dieser Hagrim ist nicht so selbstsüchtig. Kalisha hat uns geholfen. Wir versuchen als Wiedergutmachung ihrer Schwester zu helfen. Vor allem, weil Kalisha tot ist. Afra blinzelt mit weit aufgerissenen Augen. Tatsächlich. Oh, die Götter mögen dich segnen. Hier, mit diesen Münzen kannst du sie bezahlen. Damit musst du dich nicht belasten. Ich glaube, es ist ein Getränk, das sie aus... Naja, ich bin nicht ganz sicher. Sollte aber nicht allzu schwer sein zu transportieren. Die Lagune im Süden nennen wir Anslocks Kompass. Um zu Ziel zu gelangen, musst du die Wildnis durchqueren. Genau das hält mich auch davon ab, es selbst zu probieren. Sie klatscht ihre Hände zusammen. Danke nochmal, ich meine es ernst. Du wirst uns beide retten. Sie legt ihre Hand auf ihren Bauch und lächelt durch ihre Tränen. Das Flehen einer Mutter.
Okay, wir helfen Kelishas Schwester. Zucker und Milch? Nee. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja, wir könnten uns noch das Haus hier angucken. Können wir dieses Haus hier? Ja, das könnten wir sogar auch reingehen. Und wir könnten natürlich abwärts in den Tempel hier gehen. Übrigens ist da eine moosige Stelle. Dieses Haus hier scheint sogar leer zu sein. Da wir ja noch nicht recht müde sind. Was ist mit dem Kind hier los? Papa sagt, dass der Tempel verflucht ist. Unter den Ranken finden sich primitive Schriftzeichen einer Sonne, die über drei Sternen aufgeht. Ah ja. Da haben wir noch einen Dörfler. Was ist hier drin? Ale und Bier. Ne, ich hab's nicht so mit dem Saufen. Gucken wir uns mal hier drin um. Also ja, Hagrim will sich erstmal hier im Dorf umhören. Nonten und Inogret. Wo genau sind wir jetzt? Also außer in Goldtal natürlich. Dieser Mann und diese Frau scheinen ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade zwei prallgefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau dein Näherkommen, hält inne, wobei ihr Lächeln etwas ins Stocken gerät. Hail, Traveler. Können wir dir helfen? Sie schaut ihren Gefährten an und legt die Stirn verwirrt in Falten. Kennst du diesen Mann, Nonten? Nonten hustet. Ja, ich glaube, wir haben uns in Talholz getroffen. Ach, der Jäger. Ich habe ihm vor dem Bär gewarnt, er neigt den Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Willst du noch etwas? Für Leute, die gerade einen Freund verloren haben, seid ihr ja in bester Laune. Ich? Das zu sagen ist aber nicht sehr nett von dir. Ich trauere auf die mir eigene Art und mein Ehemann. Es tut mir leid, dass ich ihn nicht zum Verlassen von Goldheim bewegen konnte, bevor das hier passiert ist. Eine Affäre. Ich bin erleichtert, diesen schrecklichen Ort endlich zu verlassen. Das ist alles. Er hat mich den Großteil meines Lebens und nun auch meinen Ehemann gekostet. Ich bin froh, von ihm zu sein. Also wahrscheinlich weg von ihm zu kommen. Ihr beiden scheint es aber eilig zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Inogret lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzbucht besuchen. Sie schaut Nonten an. Naja, ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonten greift nach ihrer Hand. Es ist an der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Gibt es etwas, das du mir über Goldtal erzählen könntest? Inogret lächelt schief. Nun, dass du so schnell wie du kannst weiterziehen solltest. Den Baum hast du ja wohl schon gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch viel tiefer. Der eigentliche Verfall. Solltest du nach Arbeit gesucht haben, solltest du an einem anderen Ort bessere Chancen haben. Wir sind selbst auch nach Totsbuch unterwegs, fügt Nonten zu. Dann auf Wiedersehen. Dann habt ihr sicher nichts dagegen, wenn ich euch das Geld wegnehme. Hier ist ein Regal, was wir untersuchen können. Diese Flasche Sunreed-Likör ist fast leer. Und auf dem Tisch liegt nur ein Tagebuch. Okay. Dann schauen wir uns das nächste Haus mal an, was hier so abseits liegt. Ach nee, nicht schon wieder zwei, deren Seelen wir gucken können. Hier sind ja zig Dutzende davon.